Bar. Er kam herein und sah mich an, da war mir alles klar. Er setzte sich in meine Nähe und ich war restlos weg. Er war für mich okay, der Piccadilly Jack. Am 10. Mai sprach er zu mir, bleib an der Ecke stehen. Ich will bloß hier den Juwelier mal kurz besuchen gehen. Dann drehte er ein krummes Ding, ich kriegte erst einen Schreck. Dann einen schicken Ring vom Piccadilly Jack. Am 9. Juni stürzte er sich in ein Risiko. Doch da passierte ein Malheur und das verhielt sich so. Es brannte kühn sein Namenszug auf einem fremden Scheck. Da hatte man genug vom Piccadilly Jack. Am 3. Juli nächstes Jahr, da lassen sie ihn gehen. Und in der Piccadilly Bar gibt's dann ein Wiedersehen. Doch falls er übermütig wird und hofft auf ein Comeback, dann hat er sich geirrt, der Piccadilly Jack. Wenn er auch toppt und mich verdammt, so hat das keinen Zweck. Er muss mit mir zum Standesamt, der Piccadilly Jack. Ganz kühl und keck gebe ich ihm dann den Rest und er sitzt lebenslänglich fest, der Piccadilly.